So, Freunde, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge I am Innocent. So, beim letzten Mal mussten wir hacken, da hat der Typ gedroht, keine Polizei und pipapo, ne, dieser Entführer. Wir hatten einen Anruf bekommen, so ein wirklich creepy Anruf. Ich auch gerade. So, das war Inka natürlich, klar, man fängt an und dann, ja, geht's los, ne, wird man angerufen, ja. Kannst du ja nicht wissen, oder? Kann man das wissen, wenn ich gerade... Nee, kann man nicht, ne? So, also, wir hatten einen Anruf bekommen. Irgendwie so ein creepy Anruf. So, ne, die Kinder, die da rumgesungen haben. Fand ich echt ein bisschen scary. Aber okay, das ist, müssen wir wohl durch, ne? Wir stecken jetzt mittendrin. Wir wurden angerufen, wollten nicht angerufen werden. Zumal war es ja immer so gewesen, dass es eine persönliche Sache war. Also bei 7, ne, war es eine persönliche Sache. Jetzt weiß ich nicht, was will derjenige von uns? Und das werden wir wohl rausfinden irgendwann mal. Los geht's. Ich habe jetzt wieder mein Display vorgesammelt. Schau dir dieses Foto an! Warum? Ich glaube, du kennst sie. Frag Irwin nach ihr. Wenn du etwas über den Tod meiner Schwester weißt, dann sag es mir sofort oder ich reiß dich in Stücke, mein Freund. Wer hat dir von meiner Schwester erzählt? Benutze es offline, feiges Hühnchen. Oh, süßes Ding, ne, oder? Oh. Bestimmt hat der Erwin da unsere Schwester über den Haufen genagelt und dann... Benutze es online. Ach, das ist schön, wie sie alle offen online gehen. Aber es sind ja auch wieder mehrere Kontakte. Das ist mein persönlicher Kontakt. Whoopi, whoopi. Schau dir das an. Hilft dir das weiter? Schau dir das an. Hilft es dir weiter? Das ist alles, was ich dir schicken kann. Wirst du mich hier finden? Hast du sie gekannt? Sie war meine Schwester. Ja, schnell mal offline gehen, ne? Diarybot. Ja. So, was hat sich heute ereignet? Die Tage gehen hier ganz schön schnell rum, ne? Da fahre ich jetzt bei 7 besser tatsächlich. Wir suchen mit Hilfe des Fotos noch immer nach dem Standort der Kontakte. Der unbekannte Kontakt scheint vom Mord an meiner Schwester vor 7 Jahren zu wissen. Benutze es offline. Wow, das war jetzt gigantisch toll. So, hier ist jemand online. Normalerweise stellt man sich einen Fett... Oh, Alter. Father. So, normalerweise stellt man sich einen verdächtigen, aussehenden, langsamen Mann in schwarzen Mantel und Sonnenbrille vor, wenn jemand von einem Serienmörder spricht. Aber stopp! Serienmörder können genauso aussehen wie Nachbar, den man täglich auf der Straße grüßt, wenn man zur Arbeit geht. Der sieht wirklich aus, als würde er unsere Tochter von der Schule abholen, Alter, wirklich. Puh. Das ist Herr Berkowitz. Er hat 8 Menschen getötet. Schön, dankeschön dafür. Father, was habe ich nur bei deiner Erziehung noch falsch gemacht? Denkst du nie an Cecile? Warum habe ich dich nicht auf dem Friedhof gesehen, mein Junge? Ich bin für einen Tag hingeflogen, nur um mich persönlich zu sehen, Du hättest mir Bescheid sagen können, ich kann heute nicht. Es ist einfach zu schwierig für mich werden. Genau, hättest Bescheid sagen können. Hier. Alter, Father, wie siehst du eigentlich aus, Father? Das ist Granny, Alter. Vater, unsere Beziehung war immer schon kompliziert. Beziehungsstatus Mittel. Du willst also wieder chatten? Du wirst mir niemals die Wahrheit sagen, oder? Mhm. Hä? Ne. Ich schwöre, du wirst dein ganzes Leben mit diesen wertlosen Gelegenheitsjobs verbringen. Ich bin ein erwachsener Mann, Dad. Es geht mir gut. Mir scheint, dich interessiert vor allem, was die Leute denken werden. Mhm. Ich habe einen dauerhaften guten Job für dich. Junge. Warum gehst du nicht zu Onkel Dieter in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festeinstellung, wenn du ihn darum bittest. Junge. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Nase und ständig dieser Lärm. Okay. Als Kurier für Büro eines meiner Freunde, nicht mit sehr viel Geld, aber genug für ein ehrliches Leben. Ich werde drüber nachdenken. Ich lebe mein Leben, wie ich das will, Dad. In Ordnung, Sohn.
Du bist ja doch irgendwie ein guter Bengel. Ja. Gleich sagt das Gegenteil. Ich will nicht mit dir streiten. Immerhin sind wir eine Familie. Ja. Wenn ich genauso aussehe nachher wie du, nur 30, Alter. Wie alt ist er? 50? Ich finde, der sieht aus wie 80, Mann. Der sieht aus wie Christopher Lee in, wie heißt der? Saruman. Oder hier als. Wie heißt der denn jetzt? Count Dooku. Okay. Als ich auf dem Friedhof war, am Grab kam ein streunender Hund zu mir. Ich dachte zuerst, das wärst du gewesen. Aber dann sah ich genauso. Ja, genau. Er sah genauso aus wie der Hund, den Cecile nach Hause gebracht hatte. Oh Gott, das ist alles meine Schuld. Ich kann damit nicht um, mein Sohn. Ich wünschte, du wärst gegangen und nicht sie. Ich habe ihr befohlen, den Hund zurückzubringen. Ich war so streng mit ihr. Sie weinte, schnappte sich den Hund und lief weg. Und sie kam nie wieder. Es ist meine Schuld, dass all das passiert ist. Ich werde mir selbst nie vergeben können. Es ist deine Schuld. Du kannst das alles nicht mehr ändern, Dad. Naja. Denk über diesen Job nach. Danke, ich habe versucht, dich zu trösten. Denk über den Job nach. Vielleicht ergibt sich noch eine andere Möglichkeit für dich. Wenn ja, dann gebe ich dir Bescheid. Ich bete für dich. Benutze es offline. Details. So, da haben wir es ja schon. Jetzt sind wir wieder auf mittleren Zustand. Vater, unsere Beziehung war schon immer kompliziert. Ja. Okay. Nein, ich kenne dieses Mädchen nicht. Achso, ich sehe sie zum ersten Mal. Ich konnte ein Loch. Hier, oh, Alter, mein Stuhl ist beinahe zusammengeklappt, Alter. Oh. Ui, ui. Alter, ist er kaputt jetzt? Nö. Okay, ich konnte ein Loch im Fenster öffnen und habe hinausgebrüllt, aber niemand hatte mich gehört. Aber er kam und brach mir das Bein. Es tut so höllisch weh, oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich lange das noch aushalten soll. Bist du sicher, dass du sie noch nie gesehen hast? Sie verschwand vor 7 Jahren. Hast du irgendwelche anderen Informationen, die hilfreich sein könnten? Ich weiß sie nicht. Hier gibt es keine Lichter, abgesehen von meinem Telefondisplay. Er hatte die Fenster vernagelt. Wie spricht er? Wie verhält er sich? Wie spricht das auch gut? Das ist interessant für uns. Kann ich ihn imitieren. Ich habe das Gefühl, dass er nicht weiß, was er als nächstes passieren werde. Als hätte er keinen klaren Plan. Klar ist nur, er hasste mich. Gott, hole mich hier heraus, por favor. Ich werde verrückt in dieser Dunkelheit. Und dann noch diese Schmerze. Unser Ex Stella meldet sich bei uns. Das war ein harter Tag. Wollen wir uns zusammen im Stadtzentrum auf den Kaffee treffen? Oh, hier übrigens noch dein Foto. Oh, das ist natürlich sehr viel schärfer jetzt, ne? Ich arbeite gerade an etwas Wichtigem. Ich habe keine Zeit. Tut mir leid. Danke, Stella. Ja, ich kann mich gleich... Ja, na klar, Mann. Ich will sie zurück, Mann. Die ist hübsch. Das ist genau mein Ding. Hier, guck mal. Ich bin ja auch so mit so Tunnels am Stüssel und so und alles, ne? Und so. Ne? Ja, ja. Warm. Die Beziehung ist warm. Oh, warm. Abgemacht. Wir treffen uns im üblichen... Ja, ja, im üblichen Ort. Wie klingt 20 Uhr? Hört sich nach 8 Uhr an. Ich habe heute übrigens einen alten Schulfreundin getroffen, Susan Gibbs. Ja, in der Schule hat sie den Spitznamen Funkturm, weil sie einen Kopf größer war als wir anderen in der Klasse. Ja. Die Jungen fragten sie immer, um wie viel Uhr beginnt Basketballspiel? Ja. Ja, ja. Sie hat sich zu einer attraktiven jungen Frau gemausert. Sie arbeitet als Model. Sie ist sehr gefragt, hübsches Gesicht auszunehmen. Ja, dann schick's doch mal vorbei. Ich sollte wohl wieder mal zum Klassentreffen gehen. Möchtest du sie nicht mehr vorstellen? Ach ja, genau. Ich bin, ja. Ich bin sicher, sie ist total komplexablillerten. Dein Terrarium. Territorium. Dein Territorium kannst du aussprechen. Mach's auch nicht. Ja, ich glaube, es mit Vorstellen kommt nicht so gut an. Aber. Hey, du Träumer!
übrigens, ich habe eine Überraschung für dich. Du erfährst es bis bald. Ja, 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 okay. What? Ghost. Hast du das Foto schärfer gemacht? Ja, natürlich, gerade als wir halt fertig waren. Dann kommst du damit an. So, dann helf mir mal. In Ordnung. Ich kann jetzt anhand der Größe des Schatten und des Zeitstempels aus den Metadaten feststellen, wo es ungefähr aufgenommen wurde. Ich werde versuchen, es möglichst schnell hinzukriegen. Na, und dann feierst du mich, okay? Belohnung. Ah, hier können wir ein Rad drehen, da können wir uns Dings angucken. Karl. Hallo, wie läuft es mit dem Passwort der Stufe 2? Hast du es? Ja, das ist das. Okay, gib mir ein wenig Zeit, herumzustöbern. Ich trinke mir dabei so einen kleinen, ne? Ach nee, darf ich ja nicht. Darf ich dir ja nicht erzählen, sonst kommt nachher das Jugendamt wieder an. Okay, fertig gestöbert. So, ganz gut. Jede Menge Informationen. Boah, Wahnsinn. Eigentlich ist es ziemlich seltsam, dass wir nie davon gehört haben. Wir hätten sicher benachrichtigt werden sollen. Ja. Erwin Finch wurde vor einem Jahr verhaftet. Ihm wurde der Mord an 3 Personen vorgeworfen. Vor 3 Monaten fand der Prozess statt, aber Finch wurde aus mangelnden Beweisen freigesprochen. Warum interessierst du dich dafür? Ich bin einfach darüber gestolpert. Ich habe nachgeforscht, kann noch nichts sagen. Um ehrlich zu sein, ja, das ist natürlich sinnvoll. Ne? Ja, das ergibt Sinn. Mhm. Aber es sieht ganz so aus, als wäre dieser Mann ein Serienmörder, ein Psychopath. Schau dir das an. Das ist einer der Opfer. Einer ihrer Opfer. Ihr Name war Sonja Blum. Sie war 17 Jahre alt. Falls du irgendwas vorhast, sei vorsichtig. Ich brauche ein paar Informationen über ihn. Alles, was es gibt, um genau zu sein. Was ist das für ein krankes Schwein? Nein, ich glaube, das war Wetten. Das war der, der ihn jetzt selber festgenommen hat da. Ich habe dir alles gezeigt, auf das ich Zugriff habe. Ich habe keinen Zugriff auf das Kriminalarchiv. Ich brauche einen Zugangsschlüssel. Wenn du den bekommen kannst, gebe ich dir die Webadresse des Kriminalarchivs. Abgemacht. Okay, ich kümmere mich darum. Genau, das ist voll trefflich. Jetzt können wir mal wieder einen Break machen. Interessant. Boah, interessant, Alter. Wo wird das wohl hinausgehen? Auf was, ja. Das, ja, worauf wird es hinausgehen? Das wollte ich eigentlich sagen. Das ist echt mega interessant einfach. Ja, mal schauen. So, liebe Leute, das war's schon wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich heute Help Annie mit rausbringe. Es ist auch schon ziemlich zeitig. Meine Pizza ist im Ofen. Ich muss mich echt beeilen. Also, liebe Leute, lasst ein Abo da, Daumen nach oben und schreibt was Nettes in den Kommentaren rein. Was haltet ihr von den Spielen? Ja, es wirkt ähnlich wie 7, denn aber es hat doch eine andere, ja, so ein bisschen anders eben halt, ne? So wie 7 2.0 oder so, ne? So, meine lieben Leute, das war's auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao!